bin in Blaurin, weil es mir mega gefällt, mit den Kindern und mit Kollegen treffen. Es ist eigentlich wie eine zweite Familie. Diese Familie Blaurin gibt es nun schon seit 50 Jahren. Dass Mädchen verrückte neue Ideen haben und sie einfach umsetzen wollen, ist über all diese Zeit hinweg eine Konstante. Und? Wenn ich einfach immer sehe, in den allen Jahren, wo gleich geblieben ist, ist das Kinder. Lachen und Leuchten von den Augen. Naja, und auch das Erwachsenenlachen und die Erkenntnis, dass es so manches gibt, das nur gemeinsam geht. Gleich geblieben ist aber auch die große Liebe, mit der die Mädchen sich für ihren Blauring einsetzen. Habt ihr schon mal eine so wunderschöne und originelle Geburtstagstorte gesehen? Hallo? Von selbst geht meistens aber gar nichts. Viel Arbeit steckt überall drin. Doch großes Engagement macht beim Blauring auch viel Spaß. Also ich habe mega Freude daran, wenn ich etwas Grosses kann organisieren. Alle anderen Spass daran haben und ich auch Spass daran habe und ich sehe, es gelingt. Und auch einfach selber wieder ein bisschen Kind zu sein und Spiele zu machen, wie früher noch. Und wenn man dann schon mal einen strengen Befehlston hört, ist es ziemlich lustig. Schön am Blauring finde ich auch, dass wir alle so nehmen, wie sie sind. Wir gehen in den Wald, wir spielen mit ihnen basteln und darum bin ich auch Blauring-Leiterin. Mich fasziniert auch das, was wir immer wieder auf die Beine stellen, so wie man selber von mir erstaunt und so, weil wir gleich alles zusammen im Team anbringen. Und neben dem Staunen darüber, was der Blauring nicht nur auf die Beine stellt, ist Freundschaft hier etwas sehr Wesentliches. Und was gibt es schon Kostbares? Im Blauring habe ich auch meine beste Kollegin kennengelernt. Und das Beste gefällt mir einfach immer die Lagos und so. Zusammen sein, mitbestimmen, Glauben leben, kreativ sein und Natur leben. Das sind die 5 Grundsätze von Jungmacht und Blauring. Die vielen Aktivitäten stehen auf dem stabilen Fundament des christlichen Glaubens. Lass die Kinder zu mir kommen. Den Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Na und wenn man diese Bilder sieht, da ist ja wirklich schon ein Stück Reich Gottes. Jede, die mitmacht, gehört voll und ganz dazu. Angefangen hatte es damit, dass diese beiden Schwestern, ja, einfach angefangen haben. Es gibt die Jungwacht, doch für uns gibt's nichts, sagten viele Mädchen damals. Claire Rütsche mit ihrer Schwester traf es damals genau. Sie taten im richtigen Moment das Richtige und gründeten den Blauring-Tobel. Es ist schön, dass der Blauring nach 50 Jahren immer noch gibt. Bravo! Wir befinden uns im Gottesdienst angesichts des 50-Jahr-Jubiläums. So kurz er ist, so sehr kommen die Bitten der Mädchen aus ganzem Herzen. Großer Gott, schenke mir Respekt und Achtung voreinander. Und erfülle uns mit dem Heiligen Geist, dem Geist guter Ideen und großer Freude. Wir bitten dich, erhöre uns. Der Geist guter Ideen und großer Freude hat wohl auch gewirkt, als beim Lager das Blauringlied komponiert wurde. Ja, dieses Lied hat beim Blauring im Gottesdienst Platz. Genauso wie so viele Wünsche und Bitten für die nächsten 50 Jahre. Glücklich, wer hier dabei sein kann. Ich